Einen wunderschönen guten Abend gewünscht. Ich habe Spitzeninformationen. Noch nicht für alle Spieler, die absolut für Anti-Cheat-Systeme sind. Thema Konsolenspieler, Chronosen. Wer jetzt nicht weiß, was das ist eine Hardware, die kannst du an deine PlayStation, an deine Xbox oder sonst wo dran schmeißen und die kann dann deinen Rückstoß quasi auf Null setzen und du hast nie wieder Rückstoß. So eine typische Cheat-Hardware. Und vor wenigen Tagen kam nämlich Folgendes und das Internet wurde mit dieser Information geflutet und das wollte ich euch einfach mal noch mitteilen. Der Nachteil, aktuell ist es nur die PlayStation 5. Auf PlayStation 4 weiß ich es nicht, aber ich gehe mal davon aus, dass auf PlayStation 4 nicht geblockt wird. Aber es gab ein Update, womit die PlayStation 5 das Chrono oder der Chronosen blockiert, erkennt, bannt. Inwieweit du vielleicht das Spiel einfach nicht zocken kannst oder dein Account gebannt wird, kann ich euch nicht sagen. So tief in die Materie habe ich mich da nicht reingelesen, aber ich gehe mal davon aus, dass das wie bei anderen Shootern ist, wo es da schon so eine Software gibt, die das erkennt. Ich glaube, bei Fortnite und bei COD habe ich es vor Monaten oder sogar vor über einem Jahr schon mal gelesen, dass das schon aktiv sein soll, da ich Fortnite nicht zocke. Und bei COD schon lange nicht mehr so tief in der Materie stecke, weiß ich nicht, ob es tatsächlich aktiv ist. Aber da hieß es, wenn du so ein Device an deinem Controller hast oder an deiner PlayStation oder sonst wo dran, weist dich das Spiel darauf hin, Achtung, du versuchst gerade das Spiel mit einer Fremdhardware zu starten, kannst du nicht, mach's ab, ansonsten ist nicht. Und ich denke mal, dass das genauso jetzt von der PlayStation her kommt. Und ich habe jetzt gerade erst vor wenigen Minuten den Stream ausgemacht, habe das kurz angesprochen. Und einige behaupten, dass die Xbox auch schon Chronosen blockiert. Gerne mal bitte Wissenskundige für die Xbox, ob das Chronosen tatsächlich blockiert wird. Ich hoffe auf jeden Fall. Leider, leider ist das Strike Pack davon wohl noch nicht betroffen und ich hoffe so sehr, dass das Strike Pack ebenfalls, wahrscheinlich ist das Strike Pack als Cheat-Modul oder als Cheat-Hardware für Controller wahrscheinlich das mit am weit verbreitendste, ja, wisst ihr, was ich meine, Teil, was du an deinen Controller schmeißen kannst und hast dann halt so ein extrem kleines Glied und freust dich dann, dass du keinen Rückstoß hast und wie so ein kleines Mädchen einfach die Leute wegholst. Also so ein kleinen Penis-Modul, was du da dran machst. Und dann bist du halt der Held der Nation. Und ich hoffe, dass die PlayStation, sowohl die 5, die 4, Xbox und so weiter und so fort, auch einen Weg findet, um das Strike Pack endlich dem Garaus zu machen. Und ich bin mir sicher, dass dann auf jeden Fall gerade für alle Consoleros das Thema Zocken noch interessanter wird. Und das Geile ist natürlich auch, ich habe jetzt hier einen zufälligen Artikel rausgesucht und zufällig läuft im Hintergrund auch Apex Legends, weil das einfach eine total belastende Geschichte ist und Apex einfach prädestiniert dafür ist, weil ich weiß, wie die Community so drauf ist und sich davon extrem genervt fühlt, dass es so viele Leute gibt, die mit so einem Teil spielen und man merkt es halt auch, ob du gegen einen Gegner spielst, der so ein Teil benutzt, so ein Stück weit. Also ist auf jeden Fall ein guter Schritt in die richtige Richtung für die Anti-Cheat-Geschichte. Leider Gottes finde ich es eigentlich sehr, sehr schade, dass die Publisher wie EA, Respawn und wie sie alle heißen, eigentlich nicht ihre eigene Cheat-Software gegen diese Produkte vornehmen, dass erst Sony dahinter kommen muss, da irgendwas zu machen, wie es auch Microsoft tut, ist eigentlich sehr, sehr schade und sehr, sehr traurig. Aber sollte es da noch neue Informationen geben, wenn vielleicht irgendeine Konsole, irgendeine Plattform da noch was für das Trackpad hinterher schmeißt, gehe ich mal davon aus, dass es demnächst passieren wird, weil das wird Wellen schlagen. Und das wird eine gute Nachricht verbreiten. Die Community wird das feiern. Deswegen gehe ich davon aus, dass Sony auch daran arbeitet, die Strike Packs endlich irgendwie das irgendwie zu deaktivieren. Das Kuriose war, soweit ich das weiß, hat Sony sogar so ein Device schon mal lizenziert. Das hieß, glaube ich, Frag Shark FX. Und das war lizenziert und das konnte nichts anderes im Endeffekt. Da konntest du auch deine Maus dran anschließen, Tastatur und so weiter und konntest da irgendwelchen Blödsinn machen. Beim Trackpack war es, glaube ich, genauso, dass das irgendwie lizenziert war. Aber da bin ich mir nicht ganz so sicher, wie gesagt. Ich nutze den Dreck nicht und die meisten von euch auch nicht. Aber es gibt halt einen kleinen Teil oder einen großen Teil, von dem wir nichts wissen oder ahnen, die das nutzen. Und bevor ich jetzt völlig die Worte verliere, bin ich wieder raus für heute, wünsche euch noch einen schönen Tag und
Ich freue mich auf Season 20. Und da gibt es endlich wieder mehr News. Haut rein, ciao.